So, und damit auch ein Willkommen zur Aufnahme von OMSI 2. Heute von Steckenraden nach Beuer. Sträßchen über Alpinsender. 6 Uhr. 6 Abfahrt. Nächste Haltestelle, Steckenrader Rathaus. An dem schönen Montagmorgen. Ja, ein schönes Wochenende hatte ich, meine Freundin. Lass uns mal gucken, dass wir ein bisschen hier die Pünktlichkeit einhalten, weil wie gesagt, wir haben ja diese Woche ein wenig was vor. Und hoffen wir, dass das auch alles erfüllt wird, ne? Was wir uns vornehmen. So. Frage. Was machen wir die Leute los? Und moin. Bitte Preisstufe A. Viel Spaß. Na? Ach, jetzt wollt ihr auch noch mit oder was? Ach, ihr verrückt. Das kann man ja immer auf den letzten Drücker, ne? Preisstufe B, A, bitte. Hallo. Wagesticket, Preisstufe A, bitte. Ja. Guten Morgen kann man auch sagen. Nächste Haltestelle, Steckenrader Rathaus. Naja, ihr wisst ja, was ich zur weißen Bus meine, ne? Wenn man einmal weiß hat, dann, ne? Nächste Haltestelle, Hirsch Center. Einmal weiß, Dreck, schwarz-weiß. Schaffen muss. Ich frag mich nur, wo der Chef da rumsteht, ne? Hat wohl einen Schaden am Radenbaden. Eieiei. Oh, Junge. Schon komisch. Ja, morgen. Hallo? Gib mal Gas. Einmal Preisstufe A, bitte. Danke. Ja, immer die Oma da. Immer sind es die netten Damen, auf die man warten muss. Aber machen wir doch immer.
Haben wir zwar jetzt einen Kollegen hinter uns, aber das brauchen wir. Ja, ich habe heute Morgen noch die Folgen vom ETS 2 noch geschnitten, also die kommen dann auch die Woche mal raus. Also quasi dann den Plan, den ich mal vor 2 Wochen mal gesagt habe, dass ich eine Woche OMSI, eine Woche also pro Video 3 Stück rausbringe. An unterschiedlichen Tagen. Mal gucken, wie sich dann das Ganze entwickelt. Ach ja. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine schöne Folge machen. Guten Abend, morgen Abend. Nächste Haltestelle, 3 Linden. Das ist auch einer meiner Lieblingsstrecken. Den Armbegang müssen wir noch mitholen. Ein gutes Käffchen für alle auch noch dabei, ne? Moin, moin. Das ist übrigens jetzt ein Bus, der Freeware ist, ne? Kein Payware. Nächste Haltestelle, Elli Heuss Knapp Stiftung. Schau. Ein Kind bitte. Naja, komische Frage, ne? Das noch von der KI. Ja, Justin hat schon für den Monat insgesamt schon 440.000 für den Betrieb eingefahren. Und ich bin bei knapp 100.000 drunter. Also aufholen tue ich schon heute auf jeden Fall. Deswegen früher anfangen, früher mehr ein bisschen Geld gewinnen. So, lass mal den Kontrolleur da mal durchjagen. Unterstützung mal der Stufe 1. Hallo. Hallo. Und der ist ein Schwarzfahrer schon. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nächste Haltestelle, Westerwaldstraße. Und wir haben wieder einen Chat unterwegs, yeah. Wollen doch heute Morgen alle mit einem. So.
Sonst ist es immer ein Justin sein Bus gewesen, aber ja. Leider keine Repaints, also kommt ja noch ein Update. Nächste Haltestelle, Hasenstraße. Nächste Haltestelle, Parkortstraße. Aber heute Morgen ist die Hölle los, ey. Ja. Da wollen heute wirklich viele mit einsteigen. Nächste Haltestelle, Teutoburger Straße. So. Moin an die Frühaufsteher, was geht? Auf, Boys, alles gut. Moin moin. Guten Tag. Ich hoffe, das wird ein guter Tag. Wissen kann man das nie. Naja. Ja. Da ruckelt's aber gern. Nächste Haltestelle, Jacobi-Straße. So, wunderbar. Ich habe heute Morgen nochmal bei der LFM geguckt auf den Seiten, was welche Strecke da momentan aktuell ist. Und da ist ja Donen Park eine Strecke, die ich also für ein 25-Minuten-Rennen nicht im Rennen, also nicht wirklich im Griff habe. Nürnberg eine Dreiviertelstunde, ja, könnten wir am Mittwoch dann ein bisschen fahren. Hätte ich ja nichts dagegen. Aber muss man mal gucken, was halt da so abgeht, ne? Aber es ist schon heftig, dass in
NRW, da muss man die ganze Zeit bei Google die Nachrichten mitliest, ey, was da abgeht mit den ganzen Streiks. Hm? Ich dachte, das wäre jetzt echt mal vom Tisch, ey. Aber selbst das ist ja komplett nicht mal vom Tisch. Nächste Haltestelle, Heidenhof. Hoffen wir, dass wir heute mal bei dem Umlauf 3 bleiben. Sehe ich da vorne den grünen Pfeil nämlich nicht. Das sollte eigentlich mir die Grafik eigentlich zeigen. Eigentlich nicht, okay. Oh. Naja, immerhin. Raus. Die wird gut. Dann passt das. Weil mein Bus, den ich sonst immer fahre. Der Bus, den ich sonst immer fahre, der wird heute Morgen in die Werkstatt gebracht, wegen einer Hauptuntersuchung. Und ja, dann wollte ich eigentlich den Setra nehmen, aber den Setra, das ist ja natürlich ein schöner Überlandbus. Der dann so gut dafür ist, das wollte ich, ja. Moin. Da passt das ja. Nächste Haltestelle, Pferdemarkt.
Na, wenn keiner mit will. Einfach in mich durch. Nächste Haltestelle, Bottrop-Zug, Berliner Platz, Bussteig 2. Steig 2, na dann. Willkommen. Zwei Minuten. Eieiei. Da haben wir aber was. Da haben wir aber was. Ohne anzuecken. Da. Nächste Haltestelle, Passstraße Realschulen. Ach ja, achso, heute ist ja noch Montag, Ware kommt ja noch. Oh, ich hab das ja völlig vergessen, ey. Auf Arbeit, ja. Ein Montag, den wir ja nie haben möchte. Egal. So, können wir gleich wieder Fahrgastkontrolle machen. Na komm. Keiner mit, mal ran. Junge, Junge.
Nächste Haltestelle, Prosperstraße. Arbeitsamt. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja. Bräuchte ich ja nicht die Haltestelle, ne? Nächste Haltestelle, Bremstraße. Guten Tag. Und moin. Eine Tageskarte bitte. Nächste Haltestelle, Passstraße. Ja. Jo, was geht bei euch? Da kann ich den ganzen Tag rumfahren. Könnten Sie mir bitte eine Tageskarte geben? Nächste Haltestelle, Prosperstraße, Ostring. Was? Schön. Hätte ich gar nichts sagen sollen, oder was? Oh. Guten Morgen allerseits. Oh, Jesus. Nächste Haltestelle, Knappenstraße, Prosperstraße. Moin, du Pappnase. Moin, Keksi. Na, wie geht's dir denn?
Schön, dass du da bist. Einen schönen Start in die Woche wünsche ich dir. Zu meiner Rechten scheint gerade die Sonne voll in die Wohnung. Nächste Haltestelle, Alpin Center. Ja, ich möchte es euch dann noch so einen Sonnenaufgang geben. Schlechter Männern geht's immer gut. Ehrlich? Ach ja, ich hab neber. Ich müsste meine zweite Kamera noch anschließen, dann hätten wir noch Sonnenschein. Müsste ich oben, wo das Logo von der RSG ist, Bild ransetzen. Ich hab nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Sonnenaufgang. Nächste Haltestelle. Morgen. Zentralwerkstatt. Hattest du wenigstens ein schönes Wochenende? Frag man mal so. Bei meiner Freundin geht's. Ah. Ja, meiner Freundin geht's heute auch nicht so gut. Hat leider wieder Rückenschmerzen. Und das heißt für mich halt dann später wieder, ja. Sie bleibt jetzt auch die ganze Woche bei mir über Ostern. Wir haben ja gesagt, wenn Ostern schlechtes Wetter ist, dann machen wir einen Stream mit euch zusammen. Freitag muss ich ja noch arbeiten, am Karfreitag. Also, da werden wir noch was mit abends. Und selbst wenn schönes Wetter ist, dann machen wir eine Fahrradtour. Aber abends mit euch dann noch ein kleines bisschen Stream. Also ein bisschen geplant haben wir. Ich hoffe halt nicht, dass es halt so schlimm ist, ey. Nicht, dass ich noch von der Arbeit in Dorf bleiben muss. Obwohl es das Wochenende, hat sie echt einen guten Tag gehabt, wirklich. Keine Schmerzen, spazieren gegangen. War alles in Ordnung. Alles beim Zeitung austragen. Alles top gewesen. Aber jetzt auf Endschlag. Keine Ahnung, was. Ich hoffe nur, dass es halt über Ostern besser wird. Aber sie muss sich auch bewegen. Sonst gehen die Schmerzen nicht weg. Ohne geschmeidige Muskeln. Ja, genau. Naja, du, ich hatte letzte Woche Freitag, hatte ich meine Depression wieder gehabt. Die haben mich dann so ausgenockt, dass ich am Montag letzte Woche 21 Stunden auf den Beinen war. Aber nur einen Tag. Ist schon komisch, ne? Ah, verdammt. Das ist natürlich nicht so schön. Das Problem ist, alle Ärzte bei mir in der Umgebung, ne, das sind ja alle ausgebucht, ne? Jetzt darf ich die 116, 117 anrufen, nur um irgendwo in Deutschland einen Termin zu bekommen. Ja, das ist scheiße. Das ist wirklich, das. Ich kenn's ja. Nächste Haltestelle. Friedenskirche. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, Keks, ne? Naja. Good morning. Moin, moin. Erwachsenen-Ticket, bitte. Ich rede mit der KI, ey. Ist manchmal so, als würde man mit meinem Spiegelbild sprechen, das rennt weg. Naja. Aber du kannst dich bald. Also, ich habe bald ein neues Thema.
Das könnte dich vielleicht auch interessieren, weil das ist... Haltestelle, Gummstraße. Noch gar nicht so anerkannt, ne? Ja. Ich hab dich aber letztens im Discord gesehen und dann erschnei ich nächstes Mal wieder vorbei. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in der letzten Zeit echt viel LFM-Training gehabt und war bei echt im Training. Also das ist halt jetzt als Ausrede. Als Ausrede den, aber das macht momentan so Fun. Bin froh, dass nächste Woche dann eine Woche Pause ist, ey. Also ich weiß ja nicht, was du an Ostern machst, aber kann ja sein, dass wir dann da vielleicht abends für ein, zwei Stündchen, Samstag, Sonntag, wieder wie Lust hast, kann man ja was planen. Nächste Haltestelle, Flötterstraße. Aber ich komme wieder vorbei. Guten Tag. Oh, Mann. Das stimmt. Das stimmt. Ja gut, wenn an dem Wochenende, wo ich die Depressionen hatte, da konnte ich ja wirklich gar nichts machen, ey. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ey, schon das kam nachdem ich einen Tag frei hatte, ne? Nächste Haltestelle, Matthias Stinnes Platz. Einmal Kurzstrecke. Die Community ist überall wichtig. Deswegen. Es gibt Phasen, da streame ich mehr. Es gibt auch Phasen, da sage ich lieber, ey, sorry, da brauche ich einfach mal meine Zeit für mich. So Phasen gibt's immer wieder. Aber du musst sie erkennen. Und das bin ich gerade momentan dabei zu lernen. Weil es zu witzig wird. Nächste Haltestelle am Kämpchen. Oder warum? Nächste Haltestelle am Kämpchen. Nächste Haltestelle an der kommenden. Oh, okay. Ja, das ist toll. So wie Ostern müssten wir eigentlich mal wieder so ein 12-Stunden-Stream mal wieder machen. Aber das ist ja das, warum ich sagte, bekomm Schimpf. Oh Jesus, vor wem denn? Er soll endlich Ach. Nix schimpfe. Motivation hier. Musik dabei und dann ab hier. Ab geht der Hobel. Ach so, ja gut. Jetzt kann natürlich alles sein. Ja, also. Wie gesagt, bei mir ist es halt so, dass ich halt immer noch im Umbau bin. Ich habe zwar jetzt die Zeit zum Streamen, aber ich lasse mal Zeit. Jetzt waren meine zwei Bildschirme im Angebot gewesen. Ich hätte ungefähr an die 75 Euro sparen können. Aber was bringt's mir, wenn ich was vorher brauche? Ja. Was wichtiger ist. Und da die Woche ja wieder... Na doch, diese Woche gibt's Geld. Und da schauen wir mal. Wir haben ja gesagt, wir machen ja erstmal hier die Streaming-Ecke fertig mit den ganzen Bildschirmen und Equipment und so ein ganzes Kram. Ja.
Und dann kommt ja noch, wenn irgendwie so ein Sub reinfliegt, will ich ja hier noch ein bisschen ein paar bunte Lichter drin haben. Ob es bei YouTube oder bei Ding ist, ist jetzt ja auch egal. Also ich streame jetzt momentan gleichzeitig, ne, auf YouTube und auf Twitch. Und nehme dann noch eine Folge auf. Das heißt, das System, was ich jetzt so benutze, das funktioniert wunderbar. Über zwei Kanäle plus Aufnahme. Super. Das ist für mich wirklich super. Das ist auch das, was ich mit dem Streaming-PC auch vorhatte. Ja, und es muss halt irgendwann nur noch ein besseres Internet geben. Da wäre ich noch glücklicher. Weil, ja. Ich zahle für den heutigen Preis, für die heutige Info an. Boah. Für die heutige Zeit zahle ich wirklich 50 Euro zu viel. Dass ihr kein Auto fahren könnt, ey, ich schwöre. Ach, da will auch keiner mit. Ah, jetzt habt ihr Pech. Man guckt halt immer noch so nach was Besserem oder nach einem Update, wie auch immer. Nächste Haltestelle, Stadion Matthias Schlimmes. So, ich lese gleich die Nachricht. Was ich doof finde, ist ein... Also ich habe den Hyperthread zum Beispiel noch gar nicht eingestellt. Ne? Weil, wie soll ich es erklären? Wenn jemand sich ein Abo holen will, dann ja, geht, klappt, aber... Ist halt freiwilliger Basis, ne? Nächste Haltestelle, Hartramstraße. Und klar, hast ja eigentlich recht. Ein Hypertrain würde bei mir als mit einer kleinen Enderpreis beginnen. Also statt ein Hup-Hup vom Train oder vom Zug kommt bei mir ein kleiner Warp-Antrieb. Dann mal gucken. Das ist halt so meine Vorstellung. Nächste Haltestelle. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hatte ich mir schon gedacht. Ja. Ja gut, was sowas betrifft, es kommt wieder auf die Thematik an. Ne? Ich meine, klar, ich würde... Okay. Ja. Ach Gott, weißt du. Ich meine, es wäre schön... Wenn sich mal wieder welche revanchieren würden und ich mein Ziel, oder sag mal, mit den Einnahmen für die Community ein bisschen mehr was machen kann, ne? Gerade für diese, bei Triggerfire. Da ich da noch ein bisschen was ändern kann, aber, naja. Normalerweise müsste ich hier unter meinem Ich kann. Ja, ach Gott. Wer will denn schon betteln, ey? Also ich meine. Man hat halt so seine Vorteile, wenn man halt bei mir ein Sub ist, ne? Gerade das auch dann wieder mit dem. Mit Abstimmung und.
Mit dem Glücksrad. Nächste Haltestelle, Valierstraße. Genau, ist die Endhaltestelle. So. Dann haben wir es geschafft. Überall ein paar Mal zu früh, aber immerhin etwas. So, dann für die Folge soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Batalo.